Glück auf Schatz aus dem Schacht und willkommen zu einem weiteren Video von Black IMS. Ja, heute wieder mal eine Runde Live-Gameplay. Und zwar habe ich diesmal die USR dabei. Eigentlich so richtig mein Lieblings-Sniper-Gewehr geworden. Das macht schon richtig Spaß, damit zu zocken. Spiele ich richtig gern. Ja, mal sehen, was mich hier wieder erwartet. Ob es da auch wieder so viel Camper gibt. Aber sie scheint sich zu bewegen. Ich höre jemand. Wo ist der? Der ist rechts rumgelaufen. Verschwindet jetzt links rum. Gut, das Headset macht's einfach. Nein! Oh mein Gott. Ja, habe ich auch was gesagt. Gutes Headset, ne? Gutes Headset, aber spielt euch schlecht. Nein, komm schon. Oh, Alter. Ich diese USB-V hasse. Na, sagt mal, Leute. Ah, Scheißdreck, Mann. Also wieder so typische Scheiße, mit denen um den Ecken lehnen. Weil dann hat man oftmals das Problem, also zumindest geht es mir so, dass ich die Gegner da nicht richtig treffe. Ich weiß zwar nicht, woran das so richtig liegt, aber campt nicht rum. Jawohl. So, das war schon der zweite Kill. Oder das zweite Mal, dass ich so gestorben bin. Bloß weil irgendjemand so ein USV aufstellen muss, weil der KD geil ist und Kills braucht. Und sonst das nicht hinbekommt. Ich weiß, dass du über mir bist, aber ich komme da jetzt gerade irgendwie nicht wirklich hin. Was war denn das für ein epischer Fail und für ein epischer Gegner? Puh! Gespawnt, gekillt, was will man mehr? Blacky, der Killer. Ja, Leute, wie geht's eigentlich euch so? Wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare mal was schreiben, wenn ich irgendwie mal über ein bestimmtes Thema labern soll, was euch interessiert. Uah, fast die Zunge gebrochen. Oder einfach so, wenn ich mal irgendwas spielen soll oder wenn ihr mal Bock habt, mit mir zusammen zu spielen, kann das bestimmt auch irgendwie einrichten. Wie gesagt, ihr müsst halt nur in die Kommentare schreiben. Wenn ich das Ganze weiß, dann kann ich das auch versuchen umzusetzen. Aber wie gesagt, ihr müsst es mir halt in die Kommentare schreiben. Und dann sehe ich, was ich machen kann. Wie gesagt, es ist sowieso immer schön, wenn ihr mir viel in die Kommentare schreibt. Nein! Es kann nicht wahr sein. Mein vierter Kill mit so einem Dreck, Mann. Kann man einfach nur so noobgeil sein. Ohne Witz. Jedes Mal. Alter, was hat denn der für ein Aim? Kein Wunder, dass er noch rumcampen kann. Idiot. Ja, ich weiß, war schon wieder eine Beleidigung und das wollte ich auch eigentlich nicht, aber es regt mich einfach auf. Guckt es euch an. Kann ich eigentlich jedes Spiel, könnte ich mich hier über die Camper aufregen, aber es ist wahrscheinlich jetzt den, Alter, meisten schon total auf die Ketten, dass ich jedes Mal mit irgendwelchen Camper-Scheiß komme, aber es ist halt einfach nur zum Aufregen. Ich weiß auch nicht, was sie da sich dabei gedacht haben. Alter. Da könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, den USB-V-Teilen da auszuweichen oder zu verhindern, dass die explodieren. Es wäre natürlich richtig nice, wenn das jemand schon mal
getestet hat und mir das Ganze mal sagen könnte. Aber wie gesagt, jedes Mal nur an den scheiß Teilen zu sterben, ist schon sehr, sehr nervig. Und raubt auch ein wenig die Lust am Zocken. Weil, wie gesagt, das sind halt Kills, wo ich nichts machen kann. Meistens nicht. Ich versuche zwar immer ein bisschen durch die Gegend zu springen. Um den Ganzen ein bisschen auszuweichen, aber oftmals ist es halt einfach so, dass ich es halt nicht machen kann. Und wieder zurücklaufen, wenn man mitten im Sprint ist, ist halt natürlich auch richtig ungünstig. Aber irgendwie kriege ich gerade einen Anfall, wo die Gegner sind, weil schon ein bisschen nervig gerade hier, wenn keine Gegner kommen. Ist ja auch für euch ein bisschen langweilig. Wenn ihr keine Kills wirklich seht. Ich hätte so immer mal einen Schritt, aber ist wahrscheinlich bloß der Camper, der von der rechten Ecke in die linke geht. Schon wieder die USPV, ey. Ja, Leute, wenn sie sich ein bisschen bewegen, wäre ich eigentlich so gut. Ich könnte bestimmt übelst geile Gameplays reißen. Aber es funktioniert halt einfach nicht, wenn die Leute sich nicht bewegen. Da liegt jemand tot. So, kann der Gegner eigentlich nicht weit sein? Scheiße. Ich habe zwar seine Schritte gehört, aber keine Chance. Ja, das ist Auge und Reaktion. Nein, gut, ich kann die Leute auch verstehen. Sie campen, kriegen ihre Kills. Dann campen sie auf einmal nicht mehr, laufen und ja, dann jedes Mal von mir irgendwie gesniped. Das würde mich natürlich auch tierisch ankotzen. Aber wenn sich halt einfach alle irgendwie ein bisschen wenigstens bewegen würden, hätten die Leute das auch leichter, die das genauso machen wie ich, sich viel bewegen. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Halbe Map verfolgt, aber jetzt haben wir ihn. Da war noch einer. Ich habe ihn gesehen. Den auch gesehen? Vorräte, Waffen auf Zielvorgabe. Vorräte, was will ich mit Vorräten? Nein. Da gehe ich nicht hoch, da hat sein Köder dabei. Kann mich mal am Arsch lecken. Mal gucken, vielleicht nehme ich ja doch mal die Vorräte. Mal gucken, ja. Schmeiß mal die jetzt einfach mal her. Schwuppdiwupp. Die Zeit wird knapp. Toll, die Zeit wird knapp. Er kommt aber mal auch mal ein bisschen campen. Was macht denn das Ding? Die Zeit wird knapp. Ja, kommt schon, Leute. Ich will noch das Match zu Ende bringen. Kommt schon. Ah, scheiße. Nein.
Jawohl. Ja, Leute, es tut mir echt leid. Ich habe es nicht geschafft, diese 30 Kills zusammen zu bekommen. Liegt einfach daran, dass die Leute so kämpfen. Braucht euch ja bloß mal die Käse anzugucken. Mir hat zwar noch ein Kill gefehlt, aber es nützt halt nichts. Hab's leider nicht ganz geschafft, aber wie gesagt, nicht meine Schuld. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, bleibt geschmeidig, locker flockig aus der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Imus.